Wusstet ihr, dass ihr in PowerPoint ganz einfach euren Bildschirm aufzeichnen könnt? Und zwar gehen wir mal davon aus, dass wir diese Präsentation hier halten wollen, zwischendurch ein paar Websites zeigen wollen und wir wollen diese ganze Präsentation aufnehmen und dann unseren Mitarbeitern danach zur Verfügung stellen als Video. Und dafür öffnen wir mal hier eine leere Präsentation, weil wir wollen dieses Video hier in der Präsentation speichern. Und dafür gehen wir auf Einfügen, Bildschirmaufzeichnung. So, jetzt können wir den Bereich bestimmen, den wir aufnehmen wollen. In diesem Fall wollen wir den kompletten Bildschirm aufnehmen. So, ziehen hier mal dieses Rechteck über den kompletten Bildschirm. So, und jetzt können wir auf Aufzeichnen klicken. So, jetzt zählt PowerPoint runter, 3, 2, 1. Und jetzt können wir diese Präsentation starten und der Bildschirm wird die ganze Zeit aufgezeichnet. So, wir erzählen jetzt über unsere Präsentation, gehen hier Folie für Folie durch und so weiter. Und das Gute ist, wir können jetzt andere Fenster noch hier reinziehen, die dann ebenfalls aufgenommen werden. Zum Beispiel können wir jetzt hier über diese Website sprechen und ein paar Punkte hiervon beleuchten und so weiter. Und wenn wir mit der Präsentation fertig sind, wenn wir die Aufzeichnung beenden wollen, gehen wir mit unserer Maus einfach hier oben hin. Und dann öffnet sich hier dieses Fenster. Und hier sehen wir auch, wir können den Mauszeiger zum Beispiel nicht aufzeichnen, dass dieser nicht gezeigt wird. Das können wir auch ausblenden. Und hier können wir die Aufnahme pausieren oder beenden. Wenn wir das machen, öffnet sich in der Präsentation die jeweilige Aufnahme. Und diese können wir jetzt abspielen. Ich mache jetzt mal hier den Ton aus, damit sich der Ton nicht doppelt. Aber hier wird dann all das abgespielt, was wir auf diesem Bildschirm gemacht haben. Und so könnt ihr ganz einfach euren Bildschirm mit PowerPoint aufzeichnen. Ihr könnt dieses Video jetzt direkt in PowerPoint nutzen. Oder ihr geht mit einem Rechtsklick auf das Video, klickt auf Medien speichern unter und könnt diese Aufnahme jetzt als Videodatei zum Beispiel auf eurem Desktop speichern und können danach die MP4-Datei unserer Bildschirmaufnahme abrufen und als Video abspielen. Genial, oder? Euch viel Spaß mit der Funktion und vergesst nicht ein Like zu hinterlassen und ein Abo bei unserem Kanal, falls ihr regelmäßig solche Videos über PowerPoint und Präsentationsdesign erhalten wollt. In dem Sinne, macht's gut, dein Ralf.